Ocean Race 2023, das große Finale. Doch den Start zur letzten Etappe hatte sich wohl wirklich jeder anders gewünscht. Noch beim Importrennen sah alles gut aus. Richtig gut, vor allem für Guillot Team Europe, das nach dem Sieg endlich einmal jubeln durfte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn beim Etappenstart in Den Haag am Tag nach dem Importrennerfolg passiert es. Guillot Team Europe kollidiert mit Spitzenreiter 11th Hour Racing. Eine klare Missachtung der Vorfahrtsregeln. Skipper Benjamin Dutreux hat die Konkurrenz wohl schlicht übersehen. Die Malama versucht noch anzulufen, um dem Bug der heranrauschenden Guillot auszuweichen, aber es ist zu spät. Glück im Unglück, niemand wird verletzt, doch die beiden Imokas sind schwer beschädigt. Und der Schock sitzt bei allen Beteiligten tief. Der Crash noch einmal aus der Sicht von 11th Hour. Klare Sache, sie segeln auf Backbordbug, Guillot kommt auf Steuerbordbug in die Quere. Fast ein kleines Wunder, dass Charlie Enright nichts passiert ist, der direkt im Einschlagbereich saß. State. We don't know what state that is, but all of those are details. I mean, the important thing, you know, for everybody is that everybody is physically safe and okay. Wir wissen noch nicht, wie schwer der Schaden ist, aber das ist alles nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wirklich alle gesund geblieben sind. Immerhin war das eine ziemlich heftige Sache. Wir wissen noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir prüfen zurzeit, was unsere Möglichkeiten sind und was es sportlich für uns bedeutet. Aber dafür ist es noch zu früh. Wir müssen jetzt erstmal alle Infos zusammentragen. But you know, the dust hasn't really settled on any of this yet, so we're just kind of processing the information as it becomes available. Auch Benjamin Dutreux, Skipper der Guillot Team Europe, ist verständlicherweise am Boden. Yeah, I take all my responsibility. Ich übernehme die volle Verantwortung, das war unser Fehler, ganz klar. Ich schäme mich wirklich sehr. Erst haben sie uns so geholfen und jetzt machen wir ihr Boot kaputt. Just after a big help from them, we break them boat too. Im Hafen sind viele Tränen geflossen. Wie bitter ist es für beide Teams? Man möchte nicht in Dutreux Haut stecken und kann sich doch nur zu gut vorstellen, wie es ihm in diesen Stunden ergeht. 11th Hour hatte dem Unglücksteam auf der anderen Seite des Atlantiks gerade noch einen Ersatzmast zur Verfügung gestellt, damit Guillot nach dem Mastbruch überhaupt weitersegeln konnte. Und jetzt das Aus. Wir werden alles möglich machen, um ihnen für ein Comeback zu helfen. Wir denken jetzt erstmal nur an sie und danach erst kümmern wir uns um uns selbst. Co-Skipper Robert Staniek war zum Zeitpunkt der Kollision im geschlossenen Cockpit beschäftigt. Ja, wir waren gerade dabei, den ersten Inshore, die erste Inshore-Lap zu beenden und hatten ein kleines Stück Kreuz. Und 11th Hour war ein bisschen voraus und hat dann gewendet auf Backboard. Und bei uns gab es irgendwie einen Voll-Blackout. Ich war im Cockpit, ich kann das nicht wiedergeben, wie sichtbar die waren oder nicht. Ich habe im Prinzip nur den Einschlag gehört und aber eine ziemlich klare Situation. Wir sind auf Steuerbord, die Jungs waren Backbord, hatten ihre Wende klar beendet. Das ist ein Vollblackout von unserer Seite.
und ein absolutes Worst-Case-Szenario, die Jungs rauszunehmen. Also mein Herz schmerzt. Das tut, also es ist das unschönste Ende gerade, was es hier gibt. Ich hoffe, dass es für die Jungs im Gesamtresultat keine Auswirkungen haben wird. Aber selbst das ist nicht schön. So will man Rennen nicht beenden. Es ist sowohl 11th Hour als auch das Guillot Team Europe geben die letzte Etappe offiziell auf. Alles wartete auf eine Entscheidung der Rennleitung am grünen Tisch. Derweil waren die übrigen drei Boote auf dem Weg gen Genua. 2200 Seemeilen durch den Ärmelkanal, die Biskaya an Portugal entlang und durch die Meerenge von Gibraltar ins Mittelmeer. Besonders die Gewässer um Gibraltar machten in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen. Orcas greifen hier vermehrt Boote an, teils mit verheerenden Folgen. Auch die in der Volvo 65-Flotte segelnden Teams Yayo und Mirpuri Trifork Racing erlebten so ein unheimliches Aufeinandertreffen. Yayo dokumentiert das Ereignis. Drei Orcas ziehen ihre Bahnen um den Racer, gehen auch immer wieder das Ruderblatt an. Glücklicherweise geht die Begegnung glimpflich aus. Die Wale ziehen sich bald zurück. Sportlich führt Biotherm in flauen Winden vor Holcim PRB und der Malizia. Doch die Abstände sind kaum der Rede wert. Alle drei Mokas liegen fast gleich auf. Ja, wir haben jetzt noch bis zum Ende hier die Spannung. Es sind noch 1000 Meilen ins Ziel, aber wir sind mitten im Wettkampfmodus. Wir haben Biotherm und Holcim da oben und versuchen hier etwas südlich vorbeizukommen. Und es ist im Moment ein extrem spannender Moment fürs Rennen. Und die Spannung bleibt bis zum Ende. In Den Haag ist die Malama mittlerweile in einem Kraftakt des Teams geflickt worden, sodass sich Charlie Enright und seine Crew Richtung Genua aufmachen können. Das klare Ziel lautet, zur Siegerehrung da sein zu wollen. Zurück beim Trio. Das hat immer noch mit extrem leichten Bedingungen zu kämpfen. Noch ist nichts entschieden, außer dass das große Abenteuer Ocean Race 2023 bald Geschichte ist. An Bord der Malizia hängen alle ihren Gedanken nach. Denn die Zeit zusammen an Bord macht etwas mit den Menschen. Hi everyone, this is Flight Captain. Hallo zusammen, hier meldet sich der Fly Captain. Ich bin heute etwas traurig, denn das ist vielleicht mein letzter Flug. Ich danke euch allen für eure Liebe und Unterstützung und bis bald. And see you soon. It was a big day today. And, I don't know, a bit double. Looking forward to finish. Heute war ein großer Tag und ich fühle mich etwas zwiegespalten. Ich freue mich aufs Ziel, aber es war einfach eine verrückte Geschichte. Wir waren so viele Tage auf See und heute wird einem dann klar, dass morgen alles vorbei sein wird. Dann gehen alle zurück in ihr normales Leben und dieses große Kapitel ist dann abgeschlossen. Es ist schön, wieder nach Hause zu fahren, aber es ist auch traurig, sich von diesem wunderschönen Leben zu verabschieden. Way of life, I think. Es gibt eine Menge, das man erstmal verarbeiten muss. Es war eine verrückte Reise um die Welt mit vielen tollen Erinnerungen, die ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen werde. Mit dieser Crew, mit dir, so etwas schweißt dich stärker zusammen als alles andere. Wir werden uns immer an diese Gemeinschaft an Bord erinnern. Das war eine einzigartige Erfahrung und ich bin so glücklich, dass ich dabei sein durfte. Und dass es jetzt zu Ende geht, ist nicht das Ende, sondern nur der Beginn von etwas Neuem. It's unique. We're so lucky to have got to have done it. And the fact that it's finishing is, I don't think it's the end of the story. I think it's only the start of more things to come. So. Cheers. Thanks for leading us around the world, huh? Yeah. You put this whole thing together, huh? And that's, I can't be thankful enough for that. So. Very lucky to be part of it. And share moments like this. These are the best moments. That's why I'm so sad. I'm like, oh no. What do we do without each other, boys? We do.
Und eines muss man der Malizia Crew lassen, mit ihrer sympathischen, ehrlichen Berichterstattung von Bord dürften sie die Sieger der Herzen sein. Sportlich wird es kurz vor Genua im Leichtwindpoker dann aber auch nochmal richtig spannend, denn Boris Herrmann und seiner Crew gelingt es, vom dritten Platz aus die Spitze zu übernehmen und die zweite Etappe in diesem Ocean Race zu gewinnen. Ein toller Abschluss für das deutsche Boot. Ja, wir wussten schon, dass sich die Etappe wahrscheinlich in der Bucht von Genua entscheiden wird, wo es wirklich keine richtige Vorhersage mehr gibt, wo man einfach Topfschlagen hat, wo man wirklich aufs Wasser gucken muss, wo kann der Wind herkommen und jede Chance wahrnehmen muss. Und wir haben die perfekte Linie gefunden zwischen der Seebrise nachts und der Landbrise, die sich dann abends etabliert hat. Und ja, sind sehr glücklich über das Ergebnis. Glückwunsch an den Skipper, der Mannschaft und Boot sicher und heil nach Hause gebracht hat. Es ist eine große Bereicherung als Team, um die Welt zu segeln. Wir sind Freunde geworden, wir sind als Team zusammengewachsen. Das ist eine ganz andere Erfahrung als die große Reise alleine, die natürlich als Abenteuer viel, viel schwieriger ist mental. Ich habe es sehr genossen, als Mannschaft zu segeln. Und ja, ich glaube, wir haben Verbindungen für unser Leben geschaffen mit allen Mannschaftsmitgliedern, die hier an Bord waren. Ein dritter Platz im Gesamtklassement für die Malizia, der stand schon vorher fest. Und nach der eindeutigen Juryentscheidung, der Malama als Wiedergutmachung 4 Punkte gutzuschreiben, heißen die Sieger des Ocean Race 2023 11th Hour Racing. Die Crew hat es mittlerweile nach Genua geschafft und freut sich zunächst ganz im Stillen. Emotionale Momente nach dem Auf und Ab der vergangenen Monate. I've been trying to do this for a long time. Been sailing for over 30 years and wir haben das schon so lange versucht. Seit 30 Jahren ist es das große Ziel gewesen. Und jetzt hier als Sieger zu stehen, ist einfach unfassbar. Ein Traum wird wahr. So richtig kann ich es noch gar nicht begreifen. Wir haben das Rennen ja nun auch anders beendet, als wir es uns gewünscht hätten. Aber das tut der Sache jetzt keinen Abbruch mehr. Wir genießen diesen Moment. Es war eine echte Mannschaftsleistung von Anfang bis Ende. 3 Jahre Arbeit stecken in dieser Kampagne und wir sind dankbar für die Unterstützung von 11th Hour Racing, die immer an unserer Seite gestanden haben. 11th Hour Racing, who's stuck with us through ups and downs. Um ihren Erfolg noch zu krönen, gewinnen Charlie Enright und Crew auch noch die Importwertung mit einem Sieg in Genua vor Team Malizia. Damit ist das Ocean Race 2023 Geschichte. Mit fast 100 Tagen auf See, Schockmomenten, Dramen, aber auch tollen Leistungen, Rekorden und großer Freude. Es hat Spaß gemacht, diese 5 Teams zu begleiten. Danke für faszinierende Erlebnisse und Einblicke bei der Regatta um die Welt. Und danke für das große Engagement aus Deutschland. Ich bin freudig überrascht, sehr überrascht, dass Deutschland der größte Markt ist für das Ocean Race. Das ist Wahnsinn. Also wir haben eine tolle Resonanz in Kiel gehabt. Also ein riesen Dankeschön auch an die Stadt, wie toll das vorbereitet war und aufgenommen war. 120.000 Leute, die live unseren Flyby sich angeguckt haben, das war irre. Und auch so, ja, wir haben eine große Resonanz aus unserem Land. Vielleicht auch, weil wir in 3 Rennteams deutsche Segler drin haben. Also Boris als gesamtdeutsches Team oder unter deutscher Flagge. In unserer Kampagne halbdeutsch und bei Holzteam war Susanne Beuke dabei. Und wir haben auch also wenn man die Teams jetzt größer sieht über Management, Technologie, Kommunikation und so weiter. Ich glaube, in Alicante haben wir ein Foto gemacht mit allen deutschen Beteiligten und waren 60 Leute in diesem Foto. Das ist schon für uns auch toll, dass wir aus diesem Rennen so viel abwechslungsreiches Wissen jetzt raustragen und wieder nach Deutschland bringen. Es ist ein großer Step für uns. Ja, und das ist schön, das macht mich stolz. Wir warten gespannt auf die folgenden internationalen Regatten der kommenden Jahre. Da geht noch was.